Wir wollen nochmal auf die Ausnahmetatbestände nochmal zurück. Es gibt nicht nur gesundheitliche Gründe in der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Wussten Sie das? Als Ausnahmetatbestand. Wir sind nur die gesundheitlichen und die durch ärztliches Attest genannt worden. Es gibt auch sonstige Gründe. Was verstehen Sie denn unter sonstigen Gründen? Sie wissen ja dann scheinbar mehr, wenn Sie unterstellen Sie mir, müssen, dass Sie müssen doch doch wissen, Sie sind doch von Sie der Stadt. Sie unterstellen mir doch gerade, dass ich nicht weiß. Also sagen Sie mir, was sind sonstige Gründe? Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung, WIM. Ich bin auf der Webseite von Baden-Württemberg. Die Corona-Verordnung wird hier dargestellt und in der Fassung vom 6. August 2020 in Paragraph 3 Absatz 2 wird dargestellt, wann die Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend ist und eben wann nicht. Und nicht verpflichtend ist sie für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dieser Satz wurde eingefügt, um das Land Baden-Württemberg vor erheblichen möglichen Schadensersatzansprüchen zu schützen. Durchgeführt wird die Corona-Verordnung offensichtlich ohne diese Ausnahmen zu berücksichtigen. Könnte man den Eindruck haben? Herr Specht, dann habe ich noch eine Frage, bitte. Ja. Und zwar in Ihrer Pressemitteilung. Ja. Da nennen Sie keine, also die ist ja wohl koordiniert, nehme ich an, mit der Polizei und den Verkehrsbetrieben. Da nennen Sie keine Ausnahmebestände, keine Ausnahmetatbestände von dieser Maskenpflicht. Ja. Also ja, warum nicht? Weil der Verordnungsgeber die Maske, also in der Verordnung steht drin, wie dass eine Maske zu tragen ist. Und wenn die Maske nicht getragen wird, es ein Bußgeld gibt. Es steht nicht drin, dass es Ausnahmen gibt. Die medizinischen Ausnahmen, die sind logischerweise geregelt, wenn Sie auf die ansprechen. Ah, die sind geregelt. Aber warum haben Sie das nicht in die Pressemitteilung reingeschrieben? Ja, weil ich nicht die ganzen Texte von 26 Corona-Verordnungen da reinschreibe. Sie sind ja nur... Ja gut, Sie sind ja mehrere Bundesländer, sind wir ja quasi. Also wir sind jetzt hier in Baden-Württemberg, in Mannheim. Sie sagten, dass die... Oder wir wollen nochmal auf die Ausnahmetatbestände nochmal zurück. Es gibt nicht nur gesundheitliche Gründe in der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Wussten Sie das? Als Ausnahmetatbestand. Wir sind nur die gesundheitlichen und die durch ärztliches Attest genannt worden. Es gibt auch sonstige Gründe. Was verstehen Sie denn unter sonstigen Gründen? Sie wissen ja dann scheinbar mehr. Wenn Sie unterstellen Sie mir, müssen, dass ich Sie nicht müssen weiß. Doch wissen, Sie sind doch von Sie der Stadt. Sie unterstellen mir doch gerade, dass ich nicht weiß. Also sagen Sie mir, was sind sonstige Gründe? Auf was bezieht sich die Maskenpflicht, die Sie da durchsetzen? Na, auf die Corona-Verordnung des Landes. Ja. Okay, jetzt habe ich in der Pressemitteilung, die ja offensichtlich abgestimmt ist mit der Stadt und den Verkehrsbetrieben, habe ich nichts gesehen von irgendwelchen Ausnahmen. Ja, die gibt es natürlich, wenn jemand ein ärztliches Attest vorweisen kann, das aus medizinisch indizierten Gründen eine Maskenpflicht nicht tragen kann, dann ist das ein Ausnahmetatbestand. Sind das die einzigen Ausnahmetatbestände? Also ich bin kein Mediziner, ich kenne da die Regelungen nicht im Detail. Aber Sie kennen doch die Corona-Verordnung, Entschuldigung. Ja, die kenne ich, ja. Also die Ausnahmetatbestände, die gibt es ja. Ja, also da ist von gesundheitlichen Gründen die Rede und von sonstigen Gründen. Ja. Ja, das ist ja, sind ja unbestimmte Rechtsbegriffe, das muss man dann definieren. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie darauf hinaus wollen. Auf die Rechtssicherheit zum Beispiel. Ja, die Rechtssicherheit. Und darauf, dass Sie nur gesundheitliche Gründe angegeben haben. Es steht hier von sonstigen Gründen. Es könnte ja noch andere Gründe geben, auch noch. Ja, das möge Sie für sich so auslegen. Also auf was basieren Sie denn Ihre Maßnahmen, bitte? Wir basieren die Maßnahmen auf Verordnungen, die es gibt. Auf welche? Auf Verordnungen und auf dem Gefühl der Fahrgäste, denn es wichtig ist, geschützt zu sein in den Fahrzeugen. Das sind unsere Fahrgäste, unsere Kunden und die erwarten das auch, dass wir was tun dafür, dass die Tragequote sehr hoch bleibt. Auf welche Verordnung, bitte, Herr Volz, auf welche Verordnung beziehen Sie sich? Auf die gültigen Verordnungen. Auf welche Verordnung beziehen Sie sich, Herr Volz? Das ist eine Nachfrage. Auf welche Verordnung beziehen Sie sich? Ja. Sie kennen sie doch selbst. Ja, aber auf welche beziehen Sie sich denn? Also, ja.